Zwei Geister. Zwei Geister, ein Drittel, Kressglas. Mindestens ist nicht ein Bild. Wir spielen Tales, eine Fackel im Hintergrund und wir kämpfen gegen Geister. Weißt du, an was mich die erinnern? An Spider-Man, Venom, ja, so spricht man das. Ich bin kein Spider-Man-Fan. Ich habe aber nur gespielt Marvel vs. Capcom. Hast du das mal gespielt? Auf einer Demo, aber sonst nicht. Das, wo sich so Ärger. Ja, da gibt es so eine Map. Ich weiß jetzt nicht, ob das Marvel vs. Capcom ist oder ob das Street Fighter vs. Marvel Super Heroes ist. Aber auf jeden Fall, bei irgendeinem von dem Spiel gibt es so eine Map in so einer Sauna, glaube ich. Und da hinten ist so ein, der putzt sich, aber Ärger. Schön. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ja, ich habe Marvel vs. Capcom gespielt und ich finde das sehr toll, aber ich will den zweiten Teil spielen, aber ich finde den nirgends. Ich habe überall geschaut, in meinen Regalen, in jedem Spielegeschäft, überall. Vielleicht unterm Bett. Da habe ich noch nicht geschaut. Das ist ein klassischer Witz, vielleicht unterm Bett. Aber was ich im letzten Part noch sagen wollte, wenn man dann so älter wird, bei mir auch in der Handelsschule, da war es dann so, da verwendet man, dann will man dann irgendwie so pseudo-elitär sein, gell? Also man will elitär sein, aber man ist dann im Endeffekt nur pseudo-elitär. Verwendet solche urargen Begriffe, zum Beispiel ein absolutes No-Go, gell? Das ist so ein typischer Begriff. Das ist echt ein No-Go. Ja. Oder kennst du das? Hast du das auch schon mal gehört? Hohlschuld und Bankschuld. Schau, was ich mache. Hey, was ist das? Was machst du? Warte, Und ja, das ist der Trick, den geht auch bei Symphonie. Er nimmt ihn mit, ja genau, ja, Symphonie gehen alle Tricks. Mit Leuten, man rennt und dann springt er drüber und dann pff, unter den Beinen durchhaut eben noch. Auf den Kopf. Aber hast du das schon mal gehört? Hohlschuld und Bringschuld? Nein. Das hat uns unser Lehrer immer erklärt. Hohlschuld und Bringschuld. Ihr habt beides, ich hab gar nichts. Das war richtig arg. Und vor allem No-Go. Verstehe ich nicht. Solche richtig unnötigen pseudo-elitären Begriffe. Haben die Lehrer gesagt oder die Schüler? Ja, die Schüler haben das dann auch gemacht. Also. Das hat mich ja dann genervt. Ja. Was haben wir da bekommen? Was können wir damit? Elixier. Oh, ein Elixier. Also eine Waffe. Speer, sehr gut, ein Speer. Und ein Helm. Sehr gut, ein Helm. Helm. Das nehmen wir gleich. Du hast noch einen Slot frei bei Hand. Bei Hand? Ja. Echt? Ich habe nichts. Ich hab da echt nichts jetzt. Was soll ich in die Hand nehmen? Sagen wir das. Nimm, wie geht der Spruch? Nimm die Dinge selbst in die Hand, ja. Oh, was versteckt das? Die Gauntlets, die nehme ich in die das Hand. Das hast du gewusst, dass Nein, es das ich gibt? Ich hab das jetzt gerade gefunden. Oh, die Gauntlets, ja, die kann ich in die Hand nehmen. Du lügst. Du lügst doch wie geschoren. Kennst du den Spruch? Wie geschoren? Mhm. Ja. Ja. Ich habe mal geträumt, Tick, Trick... Wow, scheiße, eine Lanze, das ist immer cool. Ich habe mal geträumt, Tick, Trick und Track rennen sie auf der Straße und singen, ich mache heute Sharing. Und ich habe nicht gewusst, was das bedeutet. Und dann haben wir mal Urban Rain gespielt und dann wusste ich es. Dann war mir alles klar. Okay. Weißt du noch, wir haben mal so eine Geschichte geschrieben damals. So ein arges Crossover mit Rayman, Crash, Jack... Echt wahr? Ah ja, genau, mit Jack oder auch, ja. Weiß sicher nicht. Doch. Nein, doch. Das war vor Jack. Das war nicht vor Jack, so das war zu der Zeit von Jack 1. Achso. Aber wow, schau wie stark das ist. Aber Ratchet gab es noch nicht. Und macht 0 Damage, schau wie stark das ist. Wow. Den hast du es aber gegeben, gell? Ja. Weißt du, die Animationspose, wenn die sterben, erinnert mich an die Pose, wenn der Geist von Battle Kid 2 stirbt. Wie geht die Pose? So Hände hoch und ein Gesicht machen. Ich hoffe, ich kann jetzt noch speichern. Wow! Ich glaube nicht. Oh oh. Ich glaube, jetzt kommt den Boss. Oh, da kann ich speichern. Na, hast du Glück gehabt? Ja. Aber jetzt frage ich mich, wenn ein Speicherpunkt ist, ist das ja ein Zeichen, dass jetzt was Schweres kommt. Gell? Ja. Besonders, wenn dann solche Fackeln noch angehen. Ja, ja. Also mach dich bereit. Mach dich bereit. Kämpf! Von wo war das? War es nicht bei Atoy Play? Ah ja. Da gab es doch dieses Boxspiel. Ah, ja. Boxing Jump. Ich würde mal wieder gerne Atoy Play spielen. Das sollten wir eigentlich wirklich spielen, oder? Ist das nicht eine geniale Idee für den Stream? Atoy einfach? Ja, ich glaube schon. Ja. Oder iCreate, das wäre mal was. Wow, es genügt. Jetzt übertreibst du nicht. Das ist aber eine Stechwaffe, da darfst du nicht slashen. Ja, dann musst du stechen und slashen nur die ganze Zeit.
Ja, ich versuche zu stochern. Das ist das Tolle an Phantasia. Was? Kress kann Schwerter haben, Äxte haben, Speere haben. Schau, die modernen Tales-Helden, die haben immer nur ihr Schwert oder. Schwert. So, aber Kress, der hat es noch drauf Schwert, gehabt. Schwert. Ich wette, das ist. Zwei Geister! Zwei Geister! Können die zaubern oder können die auch so angreifen? Ich glaube, die können nur zaubern. Hey, greif mich so an. Ich glaube, die können gar nichts, weil bis jetzt haben sie ja noch nichts. Schau, die machen ja nichts. Pech. Aber Juri, der kann auch Äxte haben. Wer ist das? Ja, der Held von Vesperia. Ah, das nochmal. Das habe ich gar nicht gemacht. Elven Boots. Elvin? Elven. Ich bin gefreut. Was waren die? Oh, das sind ja die von Kid Icarus, gell? Mit dem Flügel. Ja, Flügel. Ja, sicher. Ja? Technical Ring. Ah, nehmen wir die Elven Boots. Was haben die euch denn? Ein paar? Ja. Ja. Was sind deine Lieblingsschuhe in Videospielen überhaupt? Schuhe? Ja. Die von Rehmen. Die kann er ja so abnehmen. So. Oh, oh! Jetzt renne ich dir direkt Well, what a monthly looking crow. Was heißt monthly looking? Monthly, so wie Monty. Zotmonte. Ah. Ja? Also Eine geschmackige Crew. Schau. Das ist mal Character Design, oder? Ja, das ist schon wirklich gut. Ja, stimmt. So rot. Sind das seine Haare oder so Kapuze? Nein, das ist seine Haare. Ich hab gedacht, der hat so einen Turban und so eine rote Strähne. Ich hab gedacht, das ist. Weißt du, an was mich der erinnert? An wem? Warte, wie heißt er mal? Mogelrad, oder? Heißt ja. Der nicht so? Von ja, Aladdin, der? Ja, Mogelrad. Der schaut genau aus wie Mogelrad. Ja, genau. Ja, ungefähr. Ich finde das aber sehr schön, einfach so Wasser auf der Seite, Feuer, so schön. Schön. Wir haben ja vor kurzem eine Liste gemacht, die Top 10 schönsten Videospiel-Levels. Das ist auch schön, ja. Das ist sehr schön. Kommt das auf die Liste? Nein. That am I! Was, wer ist jetzt Fragezeichen? Achso, Fragezeichen ist Demeter. Demeter. Ja. Jetzt kennen Sie den Namen, weil ich sage, that am I! Ja. What a what of it! Warum geht's jetzt? Ich habe jetzt nicht gelesen. Ja, er hat gesagt, du bist ja der Demitel. Ja, das warum? Bin ich. Warum geht's? Ja, okay. Du hast Dreas Eltern umgebracht. Wir sind hier wegen Rache. An Gott! du kennst also die Scarlets. Aber diese Rache, ich hab was. Er hat seinen Meister geliebt. Wer war sein Meister? War das nicht der Vater von Rhea Scarlet? Ich habe nicht aufgepasst. Geh bitte, du kennst das Spiel doch schon. Schau, die Scarlet sind in einen Unfall umgekommen. Oh. Das glaubt der Kress nicht. Aber der Kress, den kann ich überzeugen. Wo habt ihr denn solche Lügen gehört? Ja, die Tochter der Scarlets, Rhea, von wem denn sonst, hä? Ja, die Scarlets hatten schon eine Tochter, aber das ist sie nicht. Aber das ist sie nicht. Bitte, lasst mich euch erleuchten. Noch überall Kerzen. Die Tochter ist im selben Unfall gestorben wie die Eltern. Ich weiß nicht, wer dieses Mädchen wirklich ist, aber sie hat euch nur Lügen erzählt. Ja, sie schaut nicht mal ähnlich aus. Oh je, da sind wir wohl auf was reingefallen. Ja, also wie wissen wir jetzt, wer hier die Wahrheit sagt? Hä? Wie zur Hölle. Wie zur Hölle wissen wir jetzt, wer hier die Wahrheit sagt. Hey Rhea, bitte sag uns, dass er lügt. Bitte sag das. Nein, jetzt rät sie. Das Mädchen hier und ich vergebe euch, dass ihr eingebrochen seid in meine Villa. Können wir jetzt wirklich... Who do you believe? Können wir jetzt wirklich... The girl calling herself Rhea, Demeter. Ja, wir können jetzt wirklich eine Entscheidung treffen. Und es ist dann wirklich noch später, hat das Konsequenzen? Keine Ahnung, ich habe immer dem Mädchen vertraut. Nein, warte, vertrau mal den Demeter. Echt, wahr? Ja, ist ein Mogelrad, mogelt doch nicht. Wirklich, machen wir das? Ja. Lass uns darauf ein. Ja, das klingt sehr überzeugend für mich, ja. Okay. Ach, das Mädchen ist nicht real, was soll ich tun? Jetzt bin ich auch gespannt. Das ist es. Schau auf das Spiegelbild! Endlich hast du mir deine Hörner gezeigt, du Monster. Du musst einer von Daos Leuten sein. Was? What? So siehst du das wirklich, hä? Boah.
Ich höre jetzt an. Glitscht er sich weg. Schau, jetzt ist sie weggerannt. Ah. Don't thank you. Wow! Das war es auch schon für diesen Part. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Und das war sehr schön. Dem nächsten Part wird er wahrscheinlich sehr spannend, weil wir kämpfen jetzt gegen Demeter. Also dann bis später. Ja. Passt.